Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Kamichelke Simulator 2018. Kampagnenauftrag Nummer 40. Frau Arend Dresselmann. Guten Tag, Sie wurden mir von einem Bekannten empfohlen. Ich möchte Ihnen meinen Schatz vorstellen. Ein absoluter Klassiker und Traumwagen, zumindest früher einmal. Da ich sehr an ihm hänge, habe ich mich dazu entschlossen, ihn einmal komplett überholen zu lassen. Ich habe meinen Wagen damals zur Silberhochzeit von meinem Mann bekommen. Dieses Jahr feiern wir unsere goldene Hochzeit und ich möchte sehr gerne mit diesem Auto zur Kirche fahren. Ich zähle auf Sie. Komm mal los. Piep. Hi, nicht vergessen. Oh. Gib ich mal spannend. Repariere Karosserieteile. Stoßstangen, Scheinwerfer, Rücklicht. Türscheibe, okay. So, ne? Da. Genau, Türscheibe vorne links und vorne rechts. Da brauche ich jetzt nicht viel schreiben. Ich denke mal, das konnte ich mir jetzt merken. DC Typhoon. Mist. Scheinwerfer rechts habe ich gekauft. Stoßstange hinten, Stoßstange vorne. Türscheibe. Perfekt. So. Und der letzte. Super. Haben wir das doch schon mal komplett fertig? Scheinwerfer links. Ich weiß nicht, wie das immer wieder passiert, dass ich scrolle, obwohl ich teilweise meine Hand dann gar nicht mehr an der Tastatur habe. Aber okay. Manchmal ist das so. Jetzt haben wir es aber. Genau, perfekt. Im Original lag, das machen wir jetzt auch direkt. Mach mal. Auf die 1. So, mein Jutzer. Deine Rückspiegel nicht, nee. Crazy. Okay, dann nicht. Also Öl, klar. Okay, wir OBD wird er nicht haben, nee. Mein Angst. Der Motor ist nicht komplett. Oh, eine Batterie fehlt. Ach so. Okay. Dann bauen wir den erstmal auf, damit wir gucken können, wie in den Kolben. Was ich nicht hoffe, also absolut nicht hoffe, dass die kaputt sind, weil das ist wieder wirklich alles. So, Batterie. 170. Ich habe jetzt vor kurzem auch eine bestellt. Aber gut, die war auch runtergesetzt. Riemenscheibe, Standard, ne? Genau. Zündspule. Korbelwellenriemenscheibe. V8 OHV. Okay. Okay. Jetzt hier brauche ich A und B. Keilriemen. 8V8 OHV, genau. Typ B und Typ A. Oh, ich dachte, da komme ich. Okay, Lüfter Typ B. Lüfter Typ B. Super.
Also falls ihr euch wundert, warum hier keine Autos drin. Achso, Quatsch, ist ein neues Video. Ich kaufe immer mal wieder hier Fahrzeuge, falls ich das noch nicht gesagt haben sollte. Und zwar mit Only Getriebe, da mache ich ein Video auch draus. Das ist jetzt kein großes. Nee, ist kein Geheimnis. Das habe ich ja schon im Vorvideo auch gesagt. Tja. Ja komm, was jetzt sichtbar ist, das machen wir mal ganz fix, das ist ja egal. So haben wir schon mal einiges, woran wir dann nicht mehr so, ich sag mal, denken müssen. Das ist dann halt schon mal weg. Wie ist das? Abgaskrümmer, ne? Genau. Abgaskrümmer. V8 OHV. Super. Nicht super. Also nicht komplett super. Achso, ja, Mist, dann hätte ich... Egal, kann ich ja direkt neu kaufen. Ist ja ganz, ganz, ganz fix gemacht, Gott sei Dank. Ja. Okay. Können wir denn jetzt schon... prüfen? Bitte, bitte, bitte. Ja! Naja. Oh, bitte. Ach komm! Komplett Motor auseinanderbauen. Ich habe so gehofft, dass das nicht passiert, ey. Ich habe das so gehofft. Oh nein! Warum denn dieser Scheiß-Motor? Okay, ich sag's es so, wie es ist. Ah. Ich würde es für euch gerne vorspielen, aber daher, dass ein Kampagnenauftrag ist, mache ich das nicht. Ja, ich mache das ja auch, glaube ich, so gar nicht. Ich wollte es, glaube ich, mal machen, aber ich hatte da dann auch gesagt, nee. Kann man ja vorspulen. Ihr könnt unten vorspulen, das ist gar kein Problem. Dann bin ich jetzt auch ruhig und sag viel. Zack, zack, zack. So, ihr uncoolen Kolben. Warum seid ihr denn kaputt, ey? Keep hier und so gar nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist gut so, ist gut so. Hä? Achso. Ging es eigentlich nicht? Okay, fix. Kann ich jetzt eigentlich gerade nicht meckern? So, ich hoffe, das müssen wir hier nicht alles auseinanderbauen. Ich glaube sogar nicht, ne? Oh, 6 Stück da. Scheiße. Ich hab gesagt Only, also 100% Only Getriever. Mein Fehler. Getriebe bringt halt auch einfach unheimlich Geld. Das ist unglaublich. Und es geht unglaublich schnell. Nein, da wollte ich hin. Okay. Ne, abbauen wieder. Genau. Ne, Moment, hä? Na gut, muss ich dann markieren. Ich schraube jetzt alle los.
Vielleicht ist auch gar keiner kaputt. Das kann ich mal kolben. Tatsächlich nicht alle. Na, ach, was mache ich denn genau für den Falschen? Ihr könnt so froh sein, dass ihr diese Musik... Nee. Ich höre es zwar nur super leise, das geht ja gar nicht. Ich weiß noch nicht, welche Radio das denn das gerade war. Das stand ja oben immer mal wieder. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. War auf jeden Fall mega grässlich. Oh nein, nicht V8, oder? Bitte nicht V8. Ja. Okay, erstmal kurz zusammenbauen. Also. Damit ich die gleich nämlich wieder deaktivieren kann. Super. Cool. Ging es dann doch irgendwie recht fix, ne? Mal kurz nach ganz hinten scrollen. Gott sei Dank. Nein. Nein, noch nicht. Ist das von oben vielleicht sogar wäre das sogar besser? Ich glaube sogar. Okay, muss ich nochmal ganz nach ganz hinten scrollen. Perfekt. Okay, dann muss ich tatsächlich zurücknehmen. Das war jetzt gar kein Problem. Krass. Das ging jetzt richtig flott. Zylinderkopf habe ich scheinbar auch aus Versehen mal gekauft, weil die sind teuer. Okay, da mal los. Zack, zack. Mist, wollte ich nicht, ist egal. Muss ja eh ran. Also von daher. Und dann mal los. Oh, nicht so weit hoch, nicht so weit hoch. So. Mal von der Seite. Wo ich nicht mit der Maus immer hin und her gehe, da kann ich direkt drücken. Geht schneller. Verrückt. Sind zwar noch nicht fertig, aber so gut wie.
drauf. Drauf. Und fertig. So. So, entschalte. Auf jeden Fall Entschalldämpfer. Ich weiß es leider nicht, wie der hier heißt. Typ C. Einfach nur Typ... Mist, falsche Taste. Typ C. Super. Bremsen sehe ich schon mal. Bremsbeläge nicht. Doch, doch auch. Das erkennt man leider, finde ich jetzt, das erkennt man leider nicht so gut. So. Nee, na, ist egal. Ist auch in Ordnung, bist auch in Ordnung. Okay, ja, du auch, das hat man ja schon so gesehen. Nicht testen, du bist kaputt. Warum ich mich auch immer dann gedrückt habe, aber ist ja egal. Ist ja egal. Nee, hier muss ja 100% rein. Aber auch, oh, auch was kaputt. Bremsscheibe? Nee. Okay. Machen wir mal Bremsscheibe, Beleger. Klick. Ja, was war denn? Natürlich wieder die Gummidinger. Ah. Das hinten werden andere sein. Racing Premium. Racing Premium. 17, 25, 65. 17, 25, 65. Genau. Genau. Perfekt. So, wieder zusammen schweißen. Okay, beide können weg. Aber ich brauche einen Stoßdämpfer VA Doppelquerlenker. Doppelquerlenker. VA Doppelquerlenker. Feder. Super. Kann ich vielleicht so noch was reparieren, das lasse ich nochmal. So 62. Ne, okay, das kommt ja alles wieder ran. Da kann ich tatsächlich verkaufen bis 14. Okay, 15. Na, perfekt. Ich aktualisiere gerade World of Tanks. Das sehe ich gerade. Das ist unglaublich, was das an Ressourcen vom PC frisst. Festplatte permanent komplett ausgelassen. Der SSD übrigens.
der CPU ist bei zwischen 80% und 85%. Normalerweise bin ich bei 20. Ja, auch 20, vielleicht 25. Jetzt bin ich bei 80, 85. Das ist unglaublich. Bauen, abschrauben. Huch. Ich wollte gerade sagen, ich bin froh, dass ich nicht die kompletten Motor auseinandernehmen brauchen musste. Aber theoretisch war das ja locker. 80%. Das Problem oder das nächste ist, vielleicht muss ich die Front ja doch nochmal komplett auseinandernehmen. Weil da noch irgendwas ist, was ich so nicht gesehen habe. Das wäre echt gemein. Kann ich hier nichts reparieren. Kraftstoffpumpe. Starrachse. HA Blattfeder. Okay. Die brauche ich neu. Nicht schade. Okay, ihr auch? Ihr beide? Du dann sowieso? Ja. Ich guck vorsichtshalber immer noch mal nach, weil Sparen ist trotzdem immer ganz oben, ganz vorne mit dabei. Ich zufälligerweise? Ja, sogar zwei. Geil. Super cool. Oh, diese Blattfeder. Ich meine, die Platten hier, klar, die hatte ich. Das wusste ich. Aber sonst wäre das cool. Muss ich ja mal wieder kaufen. Und zwar Achsschenkel Typ B. Der Klassiker. Okay, was? Vierloch-Trommelbremse. Vierloch-Trommelbremse. Ah! Ach, Gott sei Dank. Also die richtige. Hier Starrachse muss ich kaufen. HA. Und Bremsbacken. Steckachse. Ah. Steckachse. Okay, und Brems. Lalalalalala. Dann brauche ich definitiv die Brems... Ah ne, das könnte ich sogar noch besitzen. Ja. Wunderschön. Okay. Muss einfach nochmal rüber. Super. Okay, da ja die Reifen definitiv kaputt sind... Ja. Die gleichen? 1755? 65? 1755? 65. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob das auch 55er waren. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. War das 55er? Egal. Ist ja egal.
Na. Boah. Betriebe sind irgendwie gerade nicht so kaputt, wa? Wenn ich gleich das dran habe, ich traue mich gar nicht zu gucken, was da jetzt noch ist. Ey, boah. So. Öl ist auch noch gut. Öl Dingens. Nein. Tatsächlich zwei Sachen, die ich noch nicht gefunden habe. Also Ölfilter, sorry, aber nein. Ich wollte gerade sagen, der sah jetzt auch so schon zu gut aus. Ich gehe jetzt einfach mal von irgendwelchen Gummilagern aus. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ich hoffe es, ehrlich gesagt, dass nichts im Motor ist mehr. Na, sonst muss ich eigentlich ja nur noch die Front auseinandernehmen, aber muss nicht sein. Ich bin gleich mal sehr gespannt, was passiert. Ach Quatsch, ich darf weg von gehen. Ja. Bin ich angeschnallt? Ey, krass, hier ist ja nix. Innenraum haben wir, glaube ich, noch nie was gemacht, ne? Ich habe sie, glaube ich, komplett vergessen mit den Sitzen, Lenkräder und sowas. Krass. Geht da die Geschwindigkeitsanzeige hoch? Und die Umdrehung? Weil da läuft das schon ziemlich. Ja. KMH geht hoch, aber Umdrehung nicht. So wie ich es jedenfalls gerade gesehen habe. Auf dieser kurzen Strecke. Speedway hier. Schade. Gefällt mir überhaupt nicht. Hammer. Das gefällt mir gerade wie verrückt. Nein, nein, 12. 10, 9, 8, 7. Ah. Teststrecke. Mit dem DC Typhoon. Ha. Ticken früher losgefahren. Oh, der geht auch gut ab. Er fährt rückwärts, obwohl ich vorwärts gedrückt habe. Egal. War in dem Fall. Ups. Gut. Ey, ich bin immer noch nicht angeschnallt. Unglaublich. Oh oh. Es war noch okay. Mal drüber. Was hier? Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Aha, die Kupplung. Fand ich halt aber ziemlich gut geschaltet dafür.
Das finde ich eigentlich wirklich zu gut eigentlich für dafür, dass die kaputt sein soll. Na gut. Dafür gibt's ja die Teststrecke. Ein verstecktes Teil hier. Unglaublich. Ah, gut. Alles gefunden, freut mich sehr. Doch, war ja auch 100% stimmt. Geil. Geil. Komplett Abschluss. 40.000! Hui! Das war viel Geld. Das war viel Geld. Als nächstes kommt auf jeden Fall, ich hoffe, als nächstes. Ja, doch, müsste sein. Das nächste Kampagnenauto. Okay, Kisten. Und reparieren mal ganz kurz, oder? Nein. Das heißt, wir verkaufen alles bis. Wir machen mal rot. 27, das da. Und öffnen Kissen. Felge. Bäh. Ja, Wankelmotor habe ich nicht. Oh, Porsche Felge, scheiße. Felge, wie gesagt, alle vier braucht man ja. Man braucht ja nicht nur eine, bringt ja wenig. Aber ach, weg damit. Blödsinn. Oh, Tuning sogar. Geil. Kisten dürfte ich jetzt eigentlich nicht mehr haben. Ich habe eigentlich schon im vorherigen Video mal durchgeguckt. Nö. Komm, da gucken wir jetzt nochmal zusammen. Okay, gibt keine. Nö. Gut, dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt auch noch oben. Schreibt in den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.